Hallo Leute, es geht weiter mit The Vanishing of Ethan Carter. Ja, ich bin jetzt nochmal ganz an den Anfang zurückgelaufen des Spiels, aus dem Grund, weil ich weiß, dass wir noch mehr Fallen finden können und dass wir ja auch die Kurbel für diesen Waggon halt schon längst hätten finden müssen. Und ja, ich weiß auch nicht, wieso, wie gesagt, das immer so ruckelt. Es tut mir immer mega leid und es regt mich auch tierisch auf. Ich will hier aber nicht runterknallen mit ihm, mit unserem Detective. Ich suche jetzt einfach mal diese Fallen und ich glaube, ich habe das mit dem Untersuchen auch noch nicht ganz kapiert gehabt. Ich weiß, wir müssen jetzt die ganze Strecke wieder zurücklaufen, aber ich denke, es wird sich lohnen. Herzinfarkt. Okay, wir haben eine nächste Falle gefunden. Oh, Hilfe. So, und jetzt sieht man irgendwie, wenn er das fühlt, eine Stelle, wo wir, glaube ich, wieder hin sollen. Aber da man nicht viel erkennen kann, dass da liegen irgendwie ganz viele Steine oder so auf dem Boden und ich weiß auch nicht, was das soll. Okay, ich check's immer noch nicht, aber es zeigt anscheinend, also er fühlt anscheinend neue Orte oder so. Die Fallen, die erschrecken mich aber schon ganz schön. Mann, Mann, Mann. Bin ich hier gerade voll am Reden und bam. Das war, wie gesagt, nicht geplant. Das, ne? Nicht geplant und so. Oh, so. Dann gehe ich hier nochmal ein bisschen mehr. Ich will eigentlich ein bisschen mehr da noch rein wieder. Kann ich hier so durchgehen durch die Büsche? Kann ich da so rüber? Genau. Weil hier ist ja noch die andere Falle. Oder hatten wir die jetzt auch noch nicht? Anscheinend nicht. So, wenn ich das jetzt mache... Ach, dann sieht er wahrscheinlich immer mehr von diesem Bild. Kann das sein, dass er dann... dass sich so ein Gebilde bildet? Wisst ihr, was ich meine? Momentchen mal. Okay, wenn das so ist, dann... die, jetzt kriegen wir sie alle hier, die Fallen. So, auch wenn wir die schon hatten, aber... so, vielleicht entsteht da so eine ganze Kugel. Wenn wir alle haben, müsste doch so eine Kugel entstehen. Ja, dann sieht man ein Bild, einen Ort, der wichtig für ihn irgendwie ist. Der ist irgendwie wichtig. Können wir hier hoch? Bestimmt finden wir hier noch mehr. Wir wollen sie alle. Wir wollen alle Fallen. Aber die meine ich, die wir hier haben, die hatten wir auch am Anfang. Die hatten wir auch am Anfang. Aber vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen mehr auf die linke Seite gehen, weil das Spiel ist nicht besonders lang. Und es wäre ja schade drum, wenn ich's nicht richtig ausgekostet habe, sag ich mal. Also für die Dinge, die man auch... habe ich mir doch fast gedacht, dass hier noch eine war, genau. So, wie viele haben wir jetzt? Vielleicht noch eine? Dann ist das Bild bestimmt komplett. Oder ist es schon komplett? Nee. Eine Falle noch. Die ist bestimmt auch noch auf der linken Seite. Hier auf der rechten waren ja auch zwei. Und ich meine, wir hatten hier eh eine gefunden. Ja, es ruckelt wieder total, aber egal. Wir gehen einfach weiter und finden die nächste. Die finden wir, die finden wir. Die ist bestimmt irgendwo in den Büschen. Und erschreckt mich. Sie erschreckt mich. Wo bin ich jetzt? Hier will ich doch gar nicht hin. Nee, hier will ich noch nicht hin. Weil da kommen wir her, beziehungsweise da gehen wir wieder hin. Hm, ich will noch eine Falle finden. Am liebsten auf der Seite hier. Komm schon, zeig dich. Ja, da ist die. Hier vielleicht so. Hier haben wir noch keine. Hier irgendwo? Ist das so offensichtlich? Vielleicht hier in der Ecke? Nee? Ach Mensch. Guck mal, jetzt haben wir nämlich fast das Bild komplett. Und man sieht ja auch die Schrift. Da haben wir zwei und da hinten haben wir nur eine. Hier muss es doch noch eine geben. Vielleicht habe ich nur noch nicht richtig gesucht. Ach, schade. Hier ist eine. Da! So, fühlen. Und jetzt?
Jawohl. Oh, man kommt dann direkt an den Ort. Das ist ja Hammer. Das ist ja... Das sind ja gar keine Steine. Das sind ja gar keine Steine, das sind Schädel und Skelette. Und da gehen wir drüber hinweg. Und hier gibt's was zu lesen. Puh, okay. Text bitte. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Oder auch Saft. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Das muss ich jetzt noch mal kurz lesen für mich. Was wollen die denn von seinem Saft? Das verstehe ich nicht. Waren jetzt dafür die ganzen Fallen da? In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Da hatte man einen Kanne Feuer, indem er sich mit Saft bedeckt. Und dann bedeckt er sich mit Saft und... Hä? Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Stürmt schon wieder so doll bei mir hier. Gut, die Szene wurde gespeichert. Das finde ich gut. Können wir das irgendwie noch... Guck mal, hier, da ist eine Zeichnung. Ist das irgendwie wichtig? Nee. Nee, nimm die nochmal. Ich will die Zeichnung sehen. Das ist... Ja, das speichert das nämlich jetzt wieder. Und wenn wir das mal ranzoomen, so. Aha. Okay. Das ist wahrscheinlich dieser Brand, um den es ging, ne? Ja, jetzt sind wir hier an diesem Ort. Sind wir denn jetzt ganz woanders oder wo, wie? Er ist mit seiner Spürnase da irgendwie direkt hingezoomt worden und sind die ganzen Knochen denn noch da? Nee. Nee. Und was ist das? Okay, können wir das mal nochmal irgendwie anschauen? Vielleicht ist auf der Rückseite noch was. Muss ich das jetzt irgendwie... Ich meine, wenn das wichtig wäre, dann... Ach so, One Dead in House Fire, okay. Ich lasse es mal so, ihr könnt es ja selber einfach mal lesen. Okay, ich konnte das jetzt nicht alles so schnell übersetzen, aber ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht erfahren wir ja noch mehr übers Haus, vielleicht ist das vielleicht ein Verwandter von dem Ethan auch, also wir haben ja auch in dem Haus ganz viel darüber erfahren, aber die ganzen Zusammenhänge verstehe ich natürlich noch nicht. Ich laufe mal hier lang. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. Ich will auch nichts übersehen. Ach, wir sind doch wieder hier. Oh. Voll gruselig. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich her? Okay. Ich laufe mal jetzt zurück. Ich will nämlich einmal hier ins Wasser. Da ist nämlich der nächste Hinweis. Nee, aber hier will ich ja gar nicht hin. Wir müssen nochmal zurück. Komme ich hier zurück? Wegen dem Steinhaufen? Nee, ne? Wie ging es denn nochmal zum Wasser? Muss ich mal überlegen. War das hier? Ich glaube schon, ne? Oder? Jetzt bin ich wieder da an dem geheimnisvollen Ort. Nee, weil wir hier ja ganz woanders wieder... Ich hoffe, die Umgebung hat sich jetzt nicht total geändert, nur weil wir jetzt hier sind. Weil wir hergekommen sind.
Moment. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal über diese Schienen. Aber ich hatte eigentlich... War das hier? Nee. Wie kam man nochmal zum Wasser? Ich kann das ja einfach mal so ein spoilern, weil ich das halt selber mir auch aus Versehen gespoilert habe. Da findet man nämlich wahrscheinlich die Kurbel. Und deswegen will ich da hin, aber wenn wir jetzt hier so rüberlaufen, bin ich dann ganz falsch, oder kam das... Nee, das Wasser war da hinten, das sieht man, diese Bucht, glaube ich, da ist das, wo wir waren. Weil ich bin ja erstmal hier rüber gelaufen und dann ging es noch weiter. Aber immerhin hat sich das schon mal gelohnt, dass wir zurückgelaufen sind. Genau, hier ist nämlich die Bahn, damit wir hier die einsetzen können. Mehr weiß ich aber auch nicht. Und mit seiner Spürnase... Und zwar mit der Spürnase hier, das müssen wir nochmal machen. Weiß er nämlich wieder, wo wir als nächstes hin sollen. Und dadurch kriegt man das, glaube ich, raus. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Und dann ist das irgendwie... Genau, je mehr die irgendwie an einem Ort sind, die Wörter, desto besser findet man das irgendwie. Ja. Komm, ihr seid doch schon super hier dran. Ja, nun geht doch mal übereinander. Geht übereinander. Das gibt's doch nicht. Muss ich machen, damit ihr übereinander geht? Es muss ein Wort werden. Check aber noch nicht so richtig wie. Weil hier muss die Kurbel ja bestimmt ran. Muss man das vielleicht von einem anderen Winkel machen? Da, hier beim Blut? Echt? Warte, gleich haben wir es. Na komm schon, jetzt bilde dich zu einem Wort, verdamm ich nochmal. Soll die Kurbel hier hin? Nein, da. Oh, jetzt hatte ich's. Und hab weggedrückt. Ich doofe. Kurbel, 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 Kurbel. Mach doch mal nochmal. Ich will das jetzt nochmal. Aber ich weiß ja, dass es jetzt hier geht. Da haben wir's. Kurbel. Und warum beim Blut? Muss ich das verstehen? So, mach mal hier dein Ding. Ja, und ich will das hier nochmal halten. Ah, genau. Und dadurch wissen wir jetzt, dass wir unten ans Wasser sollen und dass da irgendwo diese Kurbel liegt. Jawohl, alles klar. Und so funktioniert das hier mit seiner Fähigkeit. Das ist natürlich wichtig. Und das war mir vorher nicht klar. Jetzt müssen wir nochmal leider an der ekligen Leiche gleich vorbei. Die sieht auch nicht schön. Können wir hier runter? Nee, das wollte ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon. Lauf mal, obwohl es ruckelt. Ja, nun, übertreib mal nicht Spiel. Es ist dieser Unreal Engine Mist, ne? Und die Spiele sind aber leider auch toll, sodass ich die dann immer wieder doch spielen will und aufnehmen will. Sonst würde ich das eigentlich lassen. Wenn ich weiß, es ruckelt einfach, warum mache ich das dann? Ja, weil die Spiele halt cool sind. Und ich will sie irgendwie auch spielen und auf meinem Kanal haben. Und das, dann nehme ich das immer in Kauf mit dem blöden Ruckeln. So, jetzt will ich aber mal die Kurbel finden. Und vor allem ist es, während ich spiele, immer gar nicht so schlimm, finde ich, wie es hinterher aussieht. Das finde ich dann noch viel blöder. Das habe ich bei Kingdoms of Amalur ja auch schon gehabt. So, wo liegt sie denn, die olle Kurbel? Ist sie das hier? Nee, das ist ein Stein. Wo ist denn der Stein? Wo bist du? Irgendwo liegt sie doch. Wir haben es doch vorhergesehen. Da, da, da. Untersuchen, 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 untersuchen. Da ist sie doch. Juhu. Ja. Damit wurde der Mann, der da liegt, erschlagen.
blutig geschlagen. So, wir haben unser Werkzeug gefunden. Yippie! Und ab jetzt ist für mich tatsächlich wieder alles komplett blind. Also ich hoffe, dass jetzt hier alles gefunden wurde. Und dann werde ich zurückrennen in unsere nette Häusergegend, wo wir waren. Und ja. So. Wenn wir ihn jetzt auch nochmal untersuchen, ne? Kommt dann noch was? Er weiß halt nicht. Gebrochener Schädel, genau. Mit dem Werkzeug. Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma. Durch die Kurbel. Erlegt und... Irgendwas fehlt ihm aber noch nicht. Ach so, wir müssen... Was? Dritter Person geschnitten, ja? Berühren, okay. Wir können ihn... Ich nehme mal an, je mehr wir wissen, dann berühren wir den irgendwie nochmal. Und dann weiß er mehr. Also so jetzt, wie wir das Puzzle mit den Fallen gemacht haben. Weil jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir hier finden. Wenn wir die Kurbel betätigen. So, wir betreten... das? Und jetzt können wir diese Kurbel doch hier mal irgendwie... Quatsch, ich muss ja raus hier. Ist ja Quatsch, ich muss die Kurbel da vorne heranpacken, nicht reingehen. Moment. Und dann gehen wir rein und dann machen wir... Ne? So, wiederholt drücken. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Bis zum Anschlag. Ich glaube, das reicht. So, jetzt geht das Ding anscheinend. Und jetzt können wir die wegfahren. Tatsächlich. Wo fahren wir denn mit der Bahn hin? Wir fahren mit der Bahn, wir fahren mit der Bahn. Geht nicht mehr. Schaltest du es aus. Und jetzt verlassen wir das und sind Bahn gefahren. Toll. Oh, ich werde Lokführerin. Voll toll. Jetzt kann ich den ganzen Weg zurücklaufen. Gar nicht toll. Was finden wir denn unter der Bahn oder bei der Bahn? Weil wir die jetzt weggefahren haben. Gar nichts, oder... Haben wir jetzt Platz? Für was? Ist doch schon zu weit. Die stand doch hier. Ist hier irgendwas vielleicht? Ist irgendwie gruselig, hier durchzugucken. Aber irgendwas muss ich doch jetzt entdeckt haben. Und wenn wir mit der Bahn einfach mal wegfahren? Wenn wir mit der Bahn einfach mal in die andere Richtung fahren? Ich habe jetzt gedacht, ich finde hier vielleicht irgendwas. Aber irgendwie dann doch nicht. Hm. Ja, dann... Huch. Können wir die wieder ankurbeln? Und dann fahren wir halt in die ganz andere Richtung. Dann können wir mit der Bahn da vielleicht ja hinfahren. Mit der Mordwaffe. Vielleicht müssen wir eher zurückfahren. Die bringt uns tatsächlich weg. Hilfe! Da bringt die uns wohl hin. Der Ton ist ganz gut. Achso, weiter geht nicht. Gut, dann schalte mal wieder aus. Und wir gehen raus. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß gerade nicht, was das mit der Bahn soll.
War das hier vorher auch da? Benzin? Diesel? Fallen gelassen? Unvorsichtig? In Eile? Absichtlich? Kanister. Können wir den nehmen? Ist das wichtig? Vertrocknetes Gras. Keine Sonne. Rechteckig, rechteckig, rechteckig. Wieso rechteckig? Lok von der Brücke. Lok? Lok, 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 lok. Okay. Was möchtest du uns sagen? Bei der Bahn, bei der Lok? Ist was? Also da stand die Bahn vielleicht und deswegen ist da keine Sonne rangekommen? Ja, da ist das Blut, das wissen wir ja schon. Aber noch irgendwas anderes? Nee, ne? Hm. Ich weiß auch nicht. Aber es ist ja jetzt immer dasselbe. Können wir da denn... Da hinten war das durchschnittene Seil und hier... Hier stand die Bahn, oder was? Und deswegen sollen wir sie da wieder hinstellen? Also die stand da. Die stand da, klar. Weil sie dann ja auch überfahren wurde. Müssen wir die vielleicht da direkt mal hin tun, wo das Ganze geschehen ist? Also sie stand da ja bisher noch nicht seitdem. Dass wir sie genau dahin vielleicht hinfahren sollen, wo sie stand. Bringt mir das was? Also jetzt steht sie ungefähr da, genau. Eigentlich müsste man sie sogar noch weiter packen. Hier ist nämlich das vertrocknete Gras. Also noch ein Stückchen weiter sogar. Ich weiß nicht, ob das was bringt, dass man die Bahn da jetzt genau hinstellt, wo sie wahrscheinlich stehen gelassen wurde. Wer hat denn aber die Bahn auch gefahren? Kannst du mal stehen bleiben? So weit wollte ich gar nicht. Vielleicht sieht man hier von draußen das vertrocknete Gras. Wäre natürlich eine Hilfe. Nee, noch ein bisschen weiter vor. Hm. Das klang interessant. Jetzt steht sie ziemlich gut. Noch ein Stückchen weiter vor, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt was nutzt. Ja. Damit man halt sozusagen den Tathergang so ein bisschen mehr nachvollziehen kann. Und der Kanister ist dann irgendwo rausgefallen. Hier hinten aus der Bahn. Vielleicht sogar noch ein Stückchen vor und dann haben wir es eigentlich genau. Ich weiß nicht, ob sie jetzt genau richtig steht. Das Geräusch ist super, aber jetzt steht sie eigentlich genau richtig. Genau so. So muss es gewesen sein. Und? Erkennst du irgendwas? Ich mach mal das Ding aus, damit der Motor nicht die ganze Zeit läuft. Das ist ja auch blöd. Kann man von hier hinten jetzt denn irgendwas... Nee. Irgendjemand muss das Ding ja auch gefahren haben. Weiß ich nicht. Das war anscheinend nicht wichtig, dass ich das jetzt gemacht habe, aber man muss es ja mal ausprobiert haben. Den Kanister kannst du dir jetzt nicht mehr angucken, weil wir ihn schon angeguckt haben, oder? Weil die Bahn jetzt hier im Weg steht. Einfach mal von hinten nochmal rumgehen, auf die Seite. Hm.
Denn derjenige muss sich die Kurbel ja auch geschnappt haben. Aber hier wurde derjenige gefesselt. Tja, was soll ich davon halten? Was ist hier links? Da ist was, was wir noch nicht kennen. Was ist denn hier? Ah. Oh. Hier haben wir noch einen Stein, mit dem raufge... Ach, daher kommt die Kopfverletzung. Okay. Daher kommt die Kopfverletzung. Ich versuche das Ganze gerade nachzuvollziehen, aber ich frage mich halt, ob ich jetzt einfach weiterlaufen soll oder ob ich mich hier weiter aufhalten soll. Vielleicht nochmal einmal hier hinten rumlaufen. Hier waren wir auch noch nicht. Glaube ich. Nee. Wo sind wir hier? Oder kommen wir hierher? Ich habe keine Ahnung, ob wir hier waren jetzt schon. Ach, unheimliche Geräusche hier. Okay, hier geht's bergauf. Das ist echt unheimlich, aber irgendwie auch voll spannend, wie gesagt. Und ich weiß, ich verliere gerade ein bisschen Zeit, indem ich hier rumrenne, aber es gehört, denke ich, zum Spiel dazu, dass man sich diese Gedanken macht. Ist hier noch was? Sind hier Indizien oder irgendwelche anderen Sachen, die anderes noch erklären? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinlaufe. An einen hellen Ort auf jeden Fall. Hier ist mehr Licht. Finden wir hier vielleicht noch was? Oh, die Musik ist so geil. Das Ruckeln gar nicht, aber egal. Tja, hier habe ich jetzt nichts gefunden gerade mehr. Schade eigentlich, weil es ist so ein toller Ort, wo man was finden könnte. Da irgendwas? Nee. Kannst du hier einfach runterspringen? Ja, kannst du. Sehr schön. Ja, dann geh mal wieder runter. Tja, ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich jetzt weiterlaufen soll oder ob ich hier bleiben soll. Mich irritiert das ein bisschen mit der Bahn. Die Bahn. Ich glaube auch, dass wir hier damals schon rumgelaufen sind, aber auch nichts gefunden haben. Aber ich denke auch, dass man sowieso immer auch andere Wege geht, als man ein anderes Mal gelaufen ist. Von daher ist es ja nicht schlecht, die Wege nochmal abzuklappern, wie man sieht. Wir haben ja wesentlich mehr jetzt erfahren und ich check's halt auch jetzt mehr mit diesen Fähigkeiten. Genau, hier waren wir damals, hier wollte ich sowieso hin, weil hier dieser Felsen ist und ich mich gefragt habe, ob hier irgendwas ist. Weil ich den Felsen damals nicht untersucht habe. Und der sah ja auch so aus, als könnte da was sein. Aber irgendwie irre ich jetzt auch nur so wieder hier rum. Nee, das bringt mir, glaube ich, nichts. Ist ja auch der perfekte Ort für einen Mord, ne? Ist ja auch kein Schwein hier, der was gesehen haben könnte. Nichts. Also echt keine Leute. Keine Ahnung. So, hier geht's auf jeden Fall dann weiter und... Mehr weiß ich auch nicht, als hier jetzt weiterzulaufen. Oder ich mache jetzt halt kurz einen Cut und schau, ob ich was übersehen habe.
Vielleicht noch mal einmal hier oben beim Bahnhof gucken. Aber es wird ja auch nichts angezeigt von wegen untersuchen oder so. Also wenn jetzt hier noch was ist, dann schalte ich gleich dazu. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part und gucken mal, ob wir jetzt hier an der Stelle bis hier alles abgeklappert haben oder ob halt mit dieser Lok irgendwas ist. Das weiß ich halt gerade nicht, aber das erkundige ich mich mal. Bis dann! So, habe ich mir fast gedacht. Wir sind doch noch nicht ganz am Ende. Gott sei Dank, da macht es ja noch mehr Spaß zuzugucken. Tatsächlich ist es richtig so, was ich glaube ich gemacht habe. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob die Bahn jetzt ganz richtig steht. Aber jetzt soll man nochmal die Leiche berühren. Hätte ich mir auch fast denken können, habe ich aber nicht. Die berühren wir jetzt nochmal und wenn es richtig ist, dann sollten wir jetzt was sehen. Mehr auf jeden Fall als vorher. Ausreichend? Ausreichend genug? Drehen wir noch mal an der Kurbel. Fahren Sie noch mal ein ganz kleines Stückchen zurück. Wenn es denn damit was zu tun hat. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Hoffentlich reicht das oder hoffentlich ist es jetzt richtig. So steht sie doch ganz gut. So steht sie doch gut. So, jetzt, ich gehe jetzt nochmal dahin. Wir können auf jeden Fall jetzt schon mal mehr sehen als vorher. Jetzt sehen wir doch die ganze Leiche schon. Aber es... Was fehlt jetzt noch? Was ist falsch? Was fehlt denn noch? Wir haben doch alles angeschaut. Ich habe alles angeschaut. Aber wir können das Ding immer noch betreten. Ach, dann... Komm. Vielleicht, wenn es richtig ist, kann man sie gar nicht mehr fahren. Oder muss sie bis da vorne hingefahren werden? Weil er hier ja auch überfahren wurde. Oder so. Dann muss sie ja noch weiter vor die Bahn. Vielleicht muss sie nicht da vorne hin, wo sie gestanden hat wegen dem Gras, weil da stand sie ja länger, sondern eher ein bisschen weiter vor. Von wegen da, wo er überfahren war. Ich glaube, das hat immer noch nicht gereicht. Ja, jetzt will ich es wissen, ne? Das ist ja klar. Mal gucken, vielleicht sehen wir, wenn es richtig ist, dann sehen wir ja schon mal mehr. Jetzt sehen wir aber weniger. Also habe ich es jetzt falsch gemacht? Oh Mann, oh. Das ist schon eklig. Ein furchtbarer Tod. Ja, ich schaue jetzt mal nach der Leiche. Eigentlich müsste es, dachte ich, jetzt wird's mehr, aber vielleicht muss sie da stehen, wo sie vorher stand. Das verunsichert mich jetzt. Vorher haben wir mehr gesehen. Einen letzten Versuch mache ich jetzt hier noch, aber dann muss ich ja auch echt den Cut mal machen. Das, sonst fahre ich sie gleich wieder zurück.
Eigentlich muss sie ja wirklich so da sein, wo der Schuh ist, weil da wurden die Beine abgetrennt. Ich mag es gar nicht sagen, aber so ist es ja leider. So. Es ist voll abartig. Mein Gott, jetzt stehe richtig. Du Bahn, du. Nee, irgendwie nicht. Ich werde mich darum im nächsten Part kümmern, aber es bleibt und ist spannend. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Bis dann, jetzt aber wirklich.